is here, Hell Monkey. As if you mortals can be saved with one little squeeze. Kill me, and I shall be replaced by another. And another. And another still. You cannot point that pet gun of yours at all demon kind. And wherever you are not looking is where the greatest threat shall be. One at a time, we shall seize the treasures of your life as spoils and leave only emptiness and despair. My last gifts to you. Just don't forget to wrap them, Buddha Claus. By the way, Hotspur, how is your dear sweet Paula? Is she hanging in there? Fuck you! Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir starten heute gemeinsam Shadow of the Damned und wir spielen Garcia, ein junger Mann, der seine Freundin Paula retten muss. Und hier drüben sehen wir Blut auf dem Boden. Das kann kein gutes Zeichen sein. Paula! Shit! Okay, da wären wir in unseren Räumlichkeiten. Meine Gitarre schnell umdrehen, eine sehr wichtige Funktion. Schreie aus dem Schlafzimmer. Und ich bin nicht anwesend. Kein gutes Zeichen. Na gut, gehen wir rein. No. Tja, Kinder, und so kommen die Babys auf die Welt. Sehr bildlich dargestellt. Die Steuerung ist ein bisschen knifflig, aber hier wunderschön den Schädel weggeholt. Alles klar, noch mehr Probleme. Verdammte Brut! Ghule! Aber mit denen hier werden wir schon fertig. Wow, 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 wow. Schädel runter. Alles klar, das fängt ja schon mal großartig an. Boah! Das war ein sauberer Schuss. Noch mehr von den Jungs. Die lassen aber auch nicht nach. Die Animation hier sieht ziemlich cool aus. Was war das eben gerade? Wow, da will mich jemand treten. Anscheinend kann man sie nur töten, wenn man ihnen den Schädel runterballert. Und zwar genau so. Diese kranken Schweine.
Paula hätte sich niemals umgebracht. Dafür liebte mich die Kleine viel zu sehr. Runter damit! Challenged a greater power and lost. Admit that your endowments will never measure up to my own. I will admit you're a fucking asshole. How's that, Fleming? Oh, so be it. A place for Paula has now been set at my table, mortal. You cannot have her back now. But come to my castle in the underworld, and you could still join in our revels. Such a tempting offer. I do love a party. Maybe we could play Pong. Or do shots! I would say, you slay me, Hotspur. But you don't. You can't. Now say goodbye to Paula. She has a lot of dying to do. And coming back to life and dying some more. I like to keep my mistresses guessing. Yes, help her! Because in the meantime, I'll be helping myself. Stretched out before us doesn't mean we have to. Is there a problem, Johnson? Well, I'm just saying, demons are buttholes. You really wouldn't like it there. Says the former demon. What's wrong? Lost your spine. Okay, look. If you want to go to the underworld, good on you. But you don't know that place. Look what they did to me. A few little transgressions, and now I'm doomed to an eternity of heavy metal jokes and posing for pirate flags. It's only worse for mortals. Then all the more reason to go. They have Paula. So the way I see it, you are either with me, or you are not. No! Get on. All right. Vamanos! The underworld lies just beyond the sound barrier. How do you know? That's like super classified demon information. Not according to the internet. Oh.
Ja, Leute, da wären wir. Shadow of the Damned. Und wir beginnen ein neues Spiel. Und natürlich wählen wir als Option normal. Dämonenjäger. Ages ago, and really, my memory's absolute rubbish. Oh, I'm sure it will come back to you in no time. Relax, amigo. This is going to be an adventure. Our very own road movie. And the best part is, you never know what's waiting around the bend. So, Freunde, da wären wir in den Tiefen der Hölle mit Johnson, unserem besten Freund. Und wir müssen uns Fleming, dem alten Sechsauge, stellen, der unsere Freundin entführt hat. Tja, dann klopfen wir mal an. Na hallo, hallo, hallo. Sieht ja richtig gemütlich aus. This side of the door. All right, let's start this road movie with some road kill. That's right, G. Don't let all that peace and quiet push you around. Huh. When demons hear the name Garcia fucking Hotspur, they run the other way. Man sieht schon, der Name ist Legende. Johnson, what the hell is that thing? Holy cow! I don't believe it! Willie! That's One-Eyed William! Na, der gute alte Willy! Friend of yours? Are you kidding? William is my aunt's first husband's adopted son from the Ukraine. Then you are practically brothers. Und was haben wir hier? Leuchtender Code? Ich glaube, den Code hier drüben können wir nicht mitnehmen. Aber der hat auf jeden Fall einen Haufen geworfen. Irgendwas habe ich hier gehört. We can't see shit up ahead. The underworld be a shadowy place. Anyway, not a problem. Take a look over there. You see that lamp? Hanging on the wall? I can light that up for you. The light shot, of course. Give it a try, G. Eine neue Fähigkeit, und zwar den Lichtschuss. Der hat gesessen. There, did I brighten your day? What can I say, Johnson? You are the right tool for every job. So when do I get to light up some demons? I'm sure you'll have your chance. They hate my light shot. Leaves a nasty rash. Ach ja, der gute alte Johnson. Der beste Freund, den ich je hatte. Was haben wir hier drüben? Sieht aus wie ein sehr merkwürdiger Briefkasten. Können wir den vielleicht zerstören? Nein, können wir nicht. Noch sonst können wir hier wenig tun. Also die nächste Tür. Okay, wir bekommen Besuch. Der hat ein Loch im Bauch. Das ist doch unfair. Alles klar, wir können hier die Munition wechseln. Aber erstmal sollten wir ein bisschen rennen gehen. Die grüne Variante ist, glaube ich, die Shotgun-Variante. Yep, genau mein Ding. Ich liebe Shotguns.
Bam! These demons are not very talkative. What have they got to talk about? Once your soul rolls into town, that's it. You're damned. And Fleming doesn't let anybody off the hook. He sounds like a real dictator. Dictator. Na komm! Immer schön aufrütteln, die Dinger. Johnson, why is there a goat head hanging on the wall? Oh, well, everybody knows that goats are a source of light. Right, of course. Na klar, das ist allgemein bekannt. Die Regel kenn sogar ich. Ziegen leuchten dir den Weg. Besonders in der Unterwelt. Poor Tyke. Most new arrivals in the underworld are condemned to guard doors like this for the first 100 years. We all have to start somewhere. Ein Baby. Garcia? Paula? Come back! Das ist eine Falle, Junge. Das ist definitiv eine Falle. Renn niemals Paula hinterher. Paula! Easy, G. This place is full of deceptions and dirty tricks. Tja, aber weil wir eben daraus niemals gelernt haben, rennen wir dennoch nach. Was haben wir hier drüben? Munition. Strawberry! Oh, gimme, gimme, gimme! Oh, these things are like demon catnip when I was little. Johnson, do I take this strawberry? Yes! Jeez, excuse me for having a little fruit fantasy. Alles klar, ich habe was Neues gelernt. Dämonen stehen auf Obst. Auf Erdbeeren. Ich habe eine Erdbeere. Fleming, zieh dich warm an, denn wir haben Obst. Okay, das Baby wollte eigentlich Obst haben, soweit ich weiß. Dann füttern wir mal den kleinen Fratz. Boah, die sehen ja aus, die hier oben. Hey, don't you dare give my strawberry to that sprog on the door. Das sind Frauen. Ausgeweidet und wieder zusammengenäht. Aber hier drüben haben wir noch einen anderen Weg. Ah nein, die Tür hier ist zu. Na gut, Kleiner, nimm! Gee, you berry squanderer. Nom, 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 lecker. Oh, es freut sich. Wie niedlich. Ich kann voll gut mit Kindern. Ah, drinks. At least there's one good thing about the underworld. What, liver damage? That's the beauty of it. In the underworld, you don't die from drinks. They unkill people here. Ah, das ergibt Sinn. Schnaps heilt mich. Paula. Und damit hätten wir die nächste Tür. Paula. Kann ich irgendwas hier mitnehmen? Kann man die Dinger zerstören? Die sehen sehr, sehr stabil aus. Was haben wir hier drüben? Nix. Was haben wir hier eben gerade mitgenommen? Irgendeinen neuen Trank. Kommen wir hier durch? I was afraid of this. What? Why is it suddenly getting dark? This isn't ordinary darkness. If you stay in it too long, it'll suck the life out of you. Quick, use the light shot on the goat head. You can't stay in the darkness like this. It eats away the flesh of mortals. Okay, wir können nicht mal sprinten hier. Hurry, hit it with the light shot. How did you know shooting a goat would banish the darkness? How did you not know? Some demon hunter, I say. Just warn me if I have to fuck a horse to unlock a door, huh?